Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und heute machen wir mal nicht das Skillen. Nein, heute mal nicht. Nein, wir. Habe ich eigentlich. Was eigentlich mit denen da unten drückt? Der Kaiser später. Später. Schließt sich dem Aufstand an. Erkundet die Ruinen von Arctums. Das könnte ich mal tatsächlich machen. So als neue Nebenquests, die wir schon lange haben. Die anderen, die sind so Sachen, die will ich halt später machen, weil die so im Laufe der Hauptstory, sag ich mal, relativ wichtig sind. Es ist, hier, da muss ich, warte, Kaiserliche Armee, oder Sturmente, das ist eins von beiden halt jeweils. Tritt er begibt dich zur Akademie. Da ist das Hauptproblem, dass da so viele andere Quests dann starten, so viele gemacht werden, so dass ich das erst später, wenn ich mich dann auf die Questreihe konzentriere, mache. Das ist eine Bug-Quest. Markart besuchen wir später mal. Das ist das Problem wie mit Winterfeste. Und ja, den Rest Haarfinger. Ja. Das ist eigentlich auch ein Bock. Denke ich doch mal. Genau, aber Arctums sehe ich jetzt gerade keinen Grund, warum ich die nicht machen sollte. Ach du Scheiße. Na, da freue ich mich. Ah, es ist in der Nähe vom Messerkammer. Das ist ja am besten noch. Das seht ihr, wieder ein schöner Marsch. Ja, erstmal die Nacht überspringen. So, dann kann es losgehen, würde ich sagen. Meine Leute sind da. Perfekt. Ist das Sims oder was? In Sims 3 gab es das nicht mehr, 4 auch nicht, diese Geräusche. In Sims 2, glaube ich. Da war das, gab es das sogar. Okay, das war noch eine alte Textur scheinbar. Und in Sims 1 gab es die, glaube ich, auch. Oder war das nur in Sims 1? Hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Es könnte echt exakt dasselbe Geräusch sein. Übrigens, sobald ich neue Hardware bekomme, Grafikkarte, CPU und Arbeitsspeicher, jetzt läuft das ja auch schon eigentlich, wenn jetzt nicht die Frame Drops manchmal kommen, aber jetzt läuft das auch schon auf Big Wilch Tower höchsten Einstellungen. Okay. Tach. Da werden noch mehr Grafikmods kommen. Damit das noch besser aussieht. Als es jetzt schon aussieht. Ich finde, es sieht jetzt schon für Skyrim sehr gut aus. Gallenschluchtmine. Mhm. Aber ehrlich, greifen wir uns einfach nicht an. Ja, Murama hatte ich mal nicht. Da oben. Ist das das, was ihr wollt? Nein. Hallo? Wow. Ich bin lieber in Deckung gegangen. Das war ja irgendwie gerade schon gefährlich. Ja, hallo? Mist. So. Jetzt ist es schon besser. Beherrschung verbessert. Okay, die Magiker regeneriert sich deutlich schneller. Als vorher, das, ich meine, es sind immerhin 50% mehr. Es muss ja schon einen Grund haben. Da könnten wir gleich rein in die Bielegulch-Mine. Minen sind eigentlich nicht so groß immer.
Nein. Aha. Ein veredelter Mondstein. Aha. Stahlstulpenstiefel sind jetzt nicht so der Burner gewesen, aber ein orkischer Zweihänder. Warum nicht? Ab in die Mine. Tag. Einmal hier Ordnungsamt. Wir wollen die Sicherheit Ihrer Mine überprüfen. Ah ja, da können wir gleich wieder Sachen abbauen. Wo denn? Wo denn? Ach da, Banditenanführer. Ob das eine Mission ist? Ui. Aber wenn wir jetzt keinen Trank nehmen, dann werden wir sterben. Der starken Heilung. Oh ne, falsche Zauber. Oh, sorry. Banditenanführer, orkische Strat. Tatsächlich, das ist eine Quest. Schlüssel. Oh. Oh. Wir sind ja gleich wieder zurück. Was? Achso. Warte mal. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ihr habt da doch diesen Bogen. Wenn ich euch den Bogen jetzt gebe, ne? Schießt ihr dann auch Alles mit klar. dem? Gehen wir. Ich hoffe mal. Sonst mache ich das jetzt hier unnötig. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu Da, Spitzhacke. Als Und ich Düsterklinge zog, hat der Rikalkum. Arme sich in die Rüstung gemacht. Zumindest müssen wir das nicht umwandeln diesmal. Aha. Interessant. So. Ich finde, das hält echt zu kurz an. Was hängt uns da aus dem Kopf raus? Und eventuell haben wir ja die Chance, einen marktlosen Saphir zu bekommen. Ja, einen. Tatsächlich. Und das war nicht gewusst. Das war nur gehofft eigentlich eher. Oh, Herausforderung des Waffenschmieds. Und noch eins. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar einen zweiten. Makros Rubin, nee. Ist zwar gut, aber nicht, was ich will. Die Erzader ist erschöpft. Ja, dann gehen wir auch zur nächsten. Rikalkum-Erz. Ich glaube, das ist wertvoll. Wir können das ja gleich sogar schmieden. Zu Barren, habe ich draußen gesehen. Das heißt, das gibt noch mehr Geld, weil wir den Weiterverarbeitungsschritt sogar übernommen haben. Das heißt, wir sind Dienstleister, Produzent und Export in einem. Da ist noch einer. Da rechts ist noch einer. Oh, wie wunderbar. Wir haben echt eine gute Mine hier erwischt. Ist nicht schlecht. Ah, ich glaube, das ist eine, ne? Wahrscheinlich eine Ader. Kalkumerz. Oder heißt das Urikalkum? Nein, das sind sogar zwei. Das ist ja ein Brüller. Und Dunkelheit. So, ist erschöpft. Keine Sorge, Leute, ich mache nur Kerzenschein an. Kein Angriff.
Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Boah, ehrlich? Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Das freut mich für dich. Die. Ja, okay, das war jetzt doch nicht so viel. Aber wir haben makellosen Saphir. Also das ist doch immer was. Wo? Oh, ist das hier Steinbruch? Naja, gut. Bruchstein haben wir auch bei uns zu Hause. Dann müssen wir nicht... Platziges Urikalkum-Barren. Sehr schön. Schmieden könnten wir theoretisch, aber machen wir nicht. Was wir jetzt aber machen, ist die ganzen Sachen hier noch mitnehmen. Wieder mal alles. Weil wir direkt danach wieder nach Weißdorf zurückreisen und alles verkaufen. Weil bis auf den Weg dahin, da werden wir eh wieder uns kaputt looten. Das heißt, wir machen hier lieber den Zwischenstopp auf unserem Weg. Verkaufen unseren Loot vorzeitig. Öffnen diese Kiste. Aha. Aber das war Mara an. Aha. So, nehmt das hier noch mit. Kann man bestimmt gebrauchen. Gucken, was hier drin ist. Nehmen diese Eimer natürlich noch mit. Genau, und auf dieser Anhöhe gehen wir wieder zurück nach Weißlauf. Diesmal ohne Skillen, übrigens. Ich verkaufe, ne? Ich werde nichts kaufen, nichts. Ich hoffe nur, die Ender haben wieder Geld. Es ist Abend, hey. Fast Nacht. So, Ihr braucht etwas. Aber es ist zu spät, natürlich. Herrlich. Herrlich, ne? Ist das also der Mann? La la la. La 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 la. Guten Morgen. Morgen. Wer bist du? Reisender Abenteurer, okay. Diese ganzen Briefe hier, ne? Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße. Na, es ist wunderbar. Leute. Leute. Aber der dumme Jägersmann ist da. Aha, dunkle Wolken ziehen auf, nicht, dass es gleich ein Gewitter gibt. Das wäre mein Hallo, erstes in Mainz. Werft einen Blick darauf. Eimer, gewöhnliche Seelensteine, Holzschale, Holzzeller, Krug. Eigentlich machen wir im Endeffekt das, was der Typ auch immer machen wollte. Zutaten, ne, haben wir nicht. Essen haben wir. Anhaltende Unsichtbarkeit. Ah doch, des Volltreffers. Naja, eigentlich wollte ich nichts kaufen. Zaubertränke vielleicht. Oh. Rüstungen. Waffen. Schade, ich dachte, er hätte eben Erzpfeile. Vulkanglaspfeile könnte ich kaufen, aber das wäre richtig Geldverschwendung. Das wäre wirklich absolute Geldverschwendung. Und ich verschwende doch nicht mein gutes Geld. Nee. Ach Gott, die ganze Stadt. Redet. Das denn? Werft einen Blick darauf. Wer ist denn das denn? Okay. Ja. Natürlich. Das denn? Kenne ich. Ihr seht meinen, ich spiele das nur. 30.
Ja, ja, das können wir machen. Bis zum nächsten Mal. Christian, also, ja, ja, hier haben wir alles. Julian. Aha. Was benötigt ihr, mein? Werft einen Blick drauf. Diese kleinen Händler bringen eigentlich auch nie was. Werde. Echt, der ist auch nicht da. Billetto. B. Finger weg. Ich darf also nicht in den Laden rein, oder was? Ich würde also nur einkaufen, Geld in die Wirtschaft bringen. Für manche ist es Ranch. Für mich sind es Zaubertränke, kräftige Ausdauer, starke Heilung. So, dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr Geld, was ich euch eigentlich wieder nehmen kann. Sonstiges Bücher, glaube ich ja nicht, dass der da irgendwas hat. Nee, Bekleidung kann ich mir auch nicht vorstellen. Expertenrobe, ja. Ring der Verjüngung, was? Waffe wird da wahrscheinlich auch nichts haben, ne? Nö. Bitte kommt wieder. Jo. Na, oh, sorry. Nach einem Kampf. Warum lief denn das gerade so flüssig? 60 Frames hatte ich durchgehend, das ist ja. Das ist ja schon mal. Huiuiuiui. Arcadias Kupferkessel. Da kann ich immer gut sehr Sachen kaufen. Was? Was? Da kann ich immer gut sehr Sachen kaufen, ja. Das ist bestes Deutsch. Seid ihr also ein Alchemist? Mhm. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, aber erstmal verkaufe ich mir den Helm und okay. So viel dazu. Dann kann ich ja jetzt schon mal Zaubertränke kaufen. Nämlich der kräftigen Magiker, der starken Ausdauer. So, die Frau hat dann Geld, ja. Gravierte Nordhelme. Volltreffer. Bücher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon habe. Wenn ihr weil ich habe 6000 wieder. Falsch, da muss ich raus. Gut. Das hätten wir. Lass dir von Nenja das Kopfgeld geben. Wo ist sie denn? Nee, falsch. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach da, in Falkenring. Mhm, gut. Gut zu wissen. Wir kommen arktisch bei näher. Diese Ladebildschirme sind ein Traum. Mhm, gut. Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Echt? Das wundert mich. Okay. So, da oben. Hallo. Sidgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helvard und mich. Das ist gut. Der Banditenanführer von Gallenschluchtmine ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. So, ja. 100. Möge die Weisheit auf oh, warum nicht, ne? Ist aber so dunkel im Falkenring. Ich gehe jetzt noch kurz in dieser Folge, nicht dass ihr euch wundert, in die Bar. In die Taverne, in den Totmannstrunk. Deadman's Drink. Hm? Ja? Auf Wiedersehen. Hallo? Marcel? Ich habe einen Verwandten, der Marcel heißt. Der war mal in Duisburg, ja? Hat er gewohnt. Was kann ich für euch tun? Kaum zu fassen, Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Kaum zu fleißig am Bauen, wie? Wir ja. Können es euch überall hinliefern. Ich nehme 20 Baumstämme. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Okay, Holz kann man immer gebrauchen, glaube ich. Vorsichtig, willkommen im Toten. Aha, ich suche Arbeit. Hier,
Seht euch das an. Kennen wir. In Glutsplitter. Ach, verdammt, falsches Inventar. Kopfgeld. Vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Mhm. Die despawnen anscheinend doch nicht. In der Stadt hört, erzählt mir davon. Ja, da mache ich jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Also tschüss.